Hallo, liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück bei Grand Tactician, The Civil War. Wir befinden uns immer noch in der Frühlingskampagne 1861, momentan am 19. April. Fort Sumter ist jetzt eingenommen, wie ihr sehen könnt, hat P.G. Beauregard das Kommando übernommen über das Fort. Und die Unionstruppen sind abgezogen. Wir befinden uns also jetzt im Bürgerkrieg. Texas hat sich uns angeschlossen. Einige Rekruten fließen bei uns in die Rekrutierungsstellen. Das ist sehr, sehr gut. Davis ruft Freiwillige und eine Armee zu den Waffen. Lincoln wird in sein Amt eingeführt und damit ist auch Virginia auf unserer Seite. So, die Konföderierten haben eine Armee ausgehoben. Industrialization 1 ist abgeschlossen, sehr gut. Diplomacy 1, okay, da haben wir jetzt die Anzeige, dass das auch abgeschlossen ist. Warum das so spät kommt, ist mir allerdings ein Rätsel. Und Fort Sumter hat aufgegeben. Eigentlich dachte ich, das wäre schon die erste Anzeige gewesen. Na gut, sei es drum, wir sind im Bürgerkrieg. Jetzt hat auch die Armee der Union ihre Befehle erhalten und jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier an. Jetzt werden wir bei den Finanzen die Politik pushen und auch den Handelskrieg nach oben pushen. So, ihr seht also, die Industrie der Union hat sprungartig zugenommen. Unsere ist leicht nach unten gesackt, ist aber momentan noch kein Problem. So, unsere beiden politischen Entscheidungen laufen hier. Ihr könnt übrigens auch sehen, wenn ihr drüber hovert, minus 11% Research Speed due to lower state support. Minus 53% Research Speed as multiple policies are being researched. Also das Ganze läuft 53% langsamer. Nee. Yes, please. Das canceln wir mal. Ich möchte doch gerne Military One schneller durchhaben. So, haben wir diesen Debuff hier auch? Nein, plus minus 0 Research Speed. Dann nehmen wir das hier auf jeden Fall mit rein. Dann haben wir unsere 2-Jahres-Verpflichtungen für die Freiwilligen, die sich melden. Sehr gut. Okay, so, wieder Pause. Ja, leider springt das hier immer wieder schneller hin und her, als ich es eigentlich möchte. So, kümmern wir uns mal ein bisschen um die Armeen. Ich hatte ja schon in der letzten Folge angedeutet, dass wir uns hier St. Louis unter den Nagel reißen wollen. Dazu haben wir hier die Missouri State Guard unter Sterling Price. Okay. Das wollen wir ein bisschen uns genauer anschauen. Wir haben hier 2017 Mann unter Waffen und die Gegner, wenn wir mal drüber hatten, Department of the West, 1511 Mann. Das können wir gewinnen. So, da gucken wir mal in
Missouri State Guard. So, wir können uns momentan noch nicht in der Form von Divisionen hier ausrüsten. Das heißt, wir können uns nur in Divisionen ausrüsten, Entschuldigung. Wir haben also hier Sterling Price, den gucken wir uns mal zuerst an als Commander, als Kommandeur unserer Einheiten. Ihr seht übrigens hier unten schon die Neuerung. Und zwar, wenn ihr jetzt sagen wollt, zu diesem Missouri State Guard möchtet ihr ein paar Truppen hinzufügen, müsst ihr das jetzt nicht mehr hier über neue Gruppe hinzufügen, über neue Truppen, sondern ihr könnt hier unten sagen, wie viele Leute ihr dazu haben wollt. Das heißt, ihr macht zum Beispiel Add New Group und dann sagen wir, wir hätten gerne in dieser Add New Group drei Infanterieeinheiten. Hier bekommt ihr auch noch übrigens über dieses System angezeigt die Größe der Einheit. Ihr könnt also beginnen mit 1500 Mann bis hin zu 3000 Mann. Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, 2000 ist hier der mittlere Punkt. Und dann werden diese Einheiten deployed. Ich will hier allerdings erstmal noch keine Units mit dazu machen. Können wir wieder wegmachen. Hier könnt ihr übrigens auch eure Einheiten automatisch auffrischen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn, also das ging bisher leider überhaupt nicht. Ihr konntet bisher nur ja, verkleinerte Einheiten zusammenfügen und dadurch sozusagen neue Einheiten bilden. Jetzt könnt ihr eure Einheiten tatsächlich hier unten ganz einfach auch verstärken. Und was ihr ebenfalls machen könnt, ist, ihr könnt eure kompletten Einheiten mit Waffen automatisch upgraden. Das heißt, wenn wir hier Price anklicken und hier auf automatisches Waffenupgrade gehen würden, würden alle diese Truppen hier automatisch ja, noch bessere Waffen bekommen, als sie es jetzt haben. Wir können ja mal kurz gucken, was sie momentan haben. Wir haben hier Mixed Waffen, Muskets, nur einmal Mississippi Rifle und 6 Pfünder. Ja, wir können das ja einfach mal machen. So. Auto Upgrade. Und jetzt haben sie Springfield Rifle Gewehre. Die sind bei dem Mississippi geblieben, das ist okay. Die 6 Pfünder. Da haben wir wohl nichts Besseres im Angebot. Ich würde dazu neigen zu sagen, die 12 Pfünder fände ich besser. So. Jetzt könnten wir noch gucken, ob wir hier einen besseren Kommandeur finden. Allerdings müssen wir wieder auf die Army zurückgehen. Wen hätten wir denn noch? Frost. Denn der Frost, nee, nicht unbedingt. Aber Sidney Johnson, den möchte ich eigentlich gerne woanders einsetzen. So, wir machen mal Folgendes. Keine Kavallerie. Wir möchten hier einen Infanterieanführer haben. Pillow, nein, danke. Oh, nein, danke. Den brauchen wir hier nicht. Gladden. Crack. Wagner. Walker. Haben wir hier
keine vernünftigen Anführer. Tja, ich glaube, dann bleiben wir vielleicht erstmal bei Price. Ja, das ist okay. Und jetzt sagen wir Price. Er soll bitte nach St. Louis marschieren. So, okay. Das wäre das. Habe ich jetzt eigentlich den Marschbefehl auch wirklich richtig erteilt? Eigentlich sagt der Befehl ja schon, dass ich es gemacht habe. Da kam jetzt aber der Zeitungsartikel dazwischen. So. Leider springt es hier immer wieder noch sofort auf Run. Sobald ich einen Marschbefehl gegeben habe. Jetzt wollen wir uns aber erstmal hier uns die Situation anschauen, wie sie hier aussieht. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz. Aha. Er geht also hier mit der Army of Northern Virginia und versucht uns wahrscheinlich hier den Weg abzuschneiden. Wie viel Mann haben die denn da? Im Moment noch 8.800, bald 17.000. 4.000. 2.000. Army of the Shenandoah. Army of the Northwest. Also es ist wirklich erstmal sehr, sehr low, was wir hier haben. Insofern würde ich sagen, so blöd das auch ist, aber ich sehe hier das Department of Pennsylvania anrücken. Und hier, wie gesagt, die Army of Northern Virginia. Und so in der Stärke haben wir erstmal keine Chance. Was wir hier machen müssen, ist einen Rückzug. Und zwar, ich würde sagen, Richtung Richmond. Nee, aber nicht da lang. Und leider müssen wir hier wohl auch erstmal Alexandria hier aufgeben. Und ebenfalls nach Richmond abhauen. Da laufen wir doch garantiert der Union in die Hände. Ich mal probieren, ob ich das vielleicht noch vermeiden kann, indem ich hier lang marschiere. Genau. So, jetzt haben wir den Weg über die Eisenbahnschienen gewählt und sind hier der Vernichtung unserer Truppen bei Alexandria erstmal entkommen. So wie wir hier aufgestellt sind, können wir erstmal kein erstes Bullrun gewinnen. Beim besten Willen nicht. Hamptons Division hat auch erstmal noch relativ wenig Truppen.
Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall an unseren Truppenstärken arbeiten und diese Armeen jetzt aufbauen. So, hier haben wir Johnston in der Führung und hier George Cook. So, die Army of the Potomac muss ich, glaube ich, als allererstes aufbauen. Garrisons schalten wir mal aus. So, die Army of the Potomac. Genau, als Kommandeur ist der hier völlig ungeeignet. Die Army of the Potomac wird von Robert Lee angeführt. So, dann machen wir hier mal eine weitere Gruppe auf oder machen wir mal zwei Gruppen auf. So, eine für Infanterie und eine für die Artillerie. Und dann machen wir noch eine dritte für die Kavallerie auf. So, und jetzt könnten wir uns auch gleich mal dem Upgrade und der Rekrutierung widmen. So, ich möchte also sagen, hier bei Davis, in Davis Division, möchte ich Kavallerie einsetzen. So, also, ich sage mal zwei Einheiten Kavallerie. Mittlere Stärke reicht mir völlig. So, und dann werden die hier deployed. In etwa 18 Tagen haben wir hier zwei und 24 Tagen haben wir zwei Kavallerieeinheiten. Jetzt möchte ich gerne 1800. 1700. Hier möchte ich gerne Moment, machen wir es doch so. Wir adden hier noch eine Gruppe. Sagen. Zwei, nee, drei Einheiten Infanterie und hinzufügen. So, die sind natürlich jetzt alle mit den einfachsten Waffen erstmal ausgestattet. Kann ich jetzt eigentlich die Einheit von Wade Hampton zum Beispiel tatsächlich so, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, upgraden, also auffüllen? Das ist ja nur ein Weapon-Upgrade. Dann habe ich es anscheinend falsch aufgefasst. Es handelt sich hier dann doch offensichtlich erstmal nur um einen neues Rekrutierungssystem, nicht um das Auffrischen von Einheiten. Okay. Haben wir wieder was gelernt? Hier möchte ich gerne noch etwas mehr Artillerie. Sagen wir mal noch zwei weitere mittlere Einheiten. So, und hier eine weitere volle Einheit Infanterie. So, und schon haben wir unsere Army of the Potomac insgesamt abgegradet auf 21.000 Mann. Jetzt brauchen wir noch bessere Waffen.
Ihr müsst natürlich ein bisschen auf das Budget achten, letztendlich. Kavallerie kann erstmal, glaube ich, bei diesen Waffen bleiben. Was an die? Mixed Musket, das ist natürlich alles Mist. Das hätte ich schon ganz gerne mit besseren Waffen. So, und auch die Artillerie verdient ein Upgrade. Da können wir anscheinend erstmal noch nicht viel upgraden. Dann sollten wir hier aber auf jeden Fall darauf achten, dass wir vernünftige Kommandeure eingesetzt haben. So. Brigadegeneräle. Ohne zumindest einen brauchbaren Colonel. Richard Anderson ist Kavallerist. Artillerist. Wir haben wieder Simon Buckner. Walker. Ist jetzt nicht der gerissenste Typ, aber hat auf jeden Fall gute Initiative und Leadership, auch gute Verwaltung und ist ein Infanterieoffizier. Den nehme ich. So. Hier brauchen wir einen Artilleristen. Samuel Cooper scheint recht gut zu sein. Oder wir nehmen Cook. Aber der hat nicht so viel Initiative. Komm. Cooper scheint mir der richtige Mann hier für diesen Job zu sein. So, als Divisionskommandeur hätte ich hier gerne. Kavallerieoffiziere. Van Dorn. Ich glaube, ich nehme Richard Anderson. Mr. Anderson. Und wir brauchen noch einen weiteren Infanteriekommandeur. So. Tja, jetzt gehen uns hier langsam die guten Optionen aus. Ich glaube, wir fahren hier doch mal mit Simon Buckner. So, dann haben wir hier erstmal diese Armee ausgerüstet. Jetzt könnten wir noch die Army of the Shenandoah ausrüsten. Die Army of the Northwest braucht dringend ein Upgrade. Und Hamptons Division. So, auch hier erstmal die Grundeinteilung. Drei Armeegruppen. Eine Infanterie. Hier werden wir gleich mal austauschen. Ich würde sagen, Jackson kann ruhig weiter befördert werden. So, dann brauchen wir eine Artillerie und eine Kavallerieeinheit. So, als erstes drei Einheiten Infanterie.
Bisher? Hier hätte ich gerne Artillerie. Zwei Einheiten. So, Colonel Stewart können wir auch gleich nochmal befördern und gegen Nichols austauschen. Johnston kann hier ruhig der Oberbefehlshaber bleiben, aber ich würde sagen, er kriegt noch eine weitere Infanterie. Einheit dazu mit drei Einheiten. Okay. Geht nicht. Warum geht es nicht? Eventuell könnte es daran liegen, dass wir hier keine Freiwilligen mehr haben. Ja. Ihr seht schon, die Volunteers gehen uns hier langsam aus, zumindest was die Größe von 3000 angeht. Dann machen wir hier mal 1500. So, ich glaube, die lassen wir auch erstmal. So mit ihren, ich weiß, Mixed Muskets sind eigentlich Mist. Hier ersetzen wir mal den Commander. Thomas Jackson ist als Artillerist eingeteilt, okay. Nehme ich aber gerne als Infanterieanführer. Das ist völlig in Ordnung. Colonel Reigns kann hier, denke ich, ersetzen. Möchte Jackson hier eigentlich nicht unbedingt gleich so einsetzen, sondern ihn eigentlich noch weiter befördern und ihn zum Anführer einer ganzen Armee machen. James Longstreet ist zu diesem Zeitpunkt noch Major. Dann machen wir ihn mal zum Divisionskommandeur. So. Hier brauchen wir einen Artilleristen. Ja, ich weiß, diese ganze Folge besteht eigentlich fast nur aus Rekrutierung. Das könnte für den einen oder anderen tatsächlich langweilig werden. Ihr könnt die Folge ja von mir aus skippen und einfach zur nächsten Folge dann übergehen. Aber für den einen oder anderen ist es vielleicht doch ganz interessant, wie man hier seine Armeen vielleicht am Anfang günstigerweise aufbauen sollte und könnte. So. Braxton Bragg. Hat nicht unbedingt die besten Werte. Garnett scheint mir hier ganz angemessen zu sein. Können wir ruhig befördern. Nichols. Ich kann es ja letztendlich auch so machen, dass ich das jetzt hier mit dieser Armee so zu Ende mache. Und den Rest werde ich dann offscreen
weiterentwickeln und euch am Anfang der nächsten Folge dann vorstellen, wie ich die letzten Armeen dann letztendlich aufgestellt habe. Ich glaube, das wird das Beste sein. So, Moment. Hier brauchten wir jetzt, glaube ich, Kavallerie, oder? Ja, da sollte ich vielleicht erstmal Stuart ersetzen. So. Wen haben wir denn da? Van Dorn. William Hardy, Lieutenant Colonel. Das können wir, glaube ich, machen. Und hier werden wir als Commander Jeb Stuart einsetzen. So, und dann haben wir hier noch James Gordon. Den ersetzen wir durch einen anständigen Infanterieoffizier. Und dann müssten wir es auch erstmal soweit haben. Haben wir vielleicht noch einen fähigen Major, den wir befördern können? Auch nicht so, das war Gelbe vom Ei. Captain? Naja, einen Captain möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Zum Brigad- oder Divisionskommandeur machen. Ja, Donaldson. Nicht die besten Werte, vor allen Dingen was die Initiative angeht. Aber vielleicht kommen uns ja im Laufe des Krieges da noch ein paar andere entgegen. Den nehme ich jetzt erstmal. So, und damit haben wir hier die Rekrutierung erstmal abgeschlossen für die Army of Shenandoah. Die restlichen Armeen werde ich jetzt, wie gesagt, offscreen einmal bearbeiten und euch das Ganze in der nächsten Folge vorstellen. Wenn das Ganze jetzt abgeschlossen ist mit der Rekrutierung, werden, wie gesagt, unsere Armeen am östlichen Kriegsschauplatz sich erstmal bei Richmond sammeln, sich verstärken und dann hoffentlich erstmal alles, was aus dem Norden an Armeen kommt, wegschmettern. Gut, alle diese Freiwilligen sind erstmal für ein Jahr verpflichtet. Das passt soweit erstmal. Damit halten wir erstmal ganz gut durch. Notfalls können wir dann im Verlauf des Krieges noch weitere Armeen ausheben, mit längeren Verträgen und auch mit besseren Waffen dann ausstatten. Wir könnten vielleicht mal ganz kurz gucken, was wir hier noch an Upgrade-Möglichkeiten haben. Springfield Musket ist jetzt nicht unbedingt das. Also die besten Waffen habt ihr hier natürlich oben angezeigt. Musketen würde ich euch nicht unbedingt raten. Nehmt lieber die Rifle Muskets. Sind sehr viel effizienter, vor allen Dingen eben was die Reichweite angeht. 400 Yards gegenüber 250 macht sich deutlich im Kampf bemerkbar. Gut, aber bevor wir eben mit Mixed Muskets kämpfen, wären notfalls auch Springfield Muskets okay. Damit kann ich sozusagen dann die schwächeren Einheiten noch ausstatten, wenn ich noch was übrig habe. Wir müssen allerdings immer wieder ein bisschen ein Auge auch auf die Finanzen werfen. Ihr seht, das geht hier nach unten. Kreditrate ist noch okay, aber vielleicht sollten wir auch da nicht zu viel am Anfang machen, um die Wirtschaft nicht zu überlasten. Okay, so, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Kommentare und Fragen zum Spiel und zum historischen Hintergrund sind wie immer gern gesehen und auch erwünscht. Ich hoffe, ich sehe euch wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Grand Tactician, The Civil War. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut.